Du bist Hypnose-Coach oder Hypnose-Therapeut und du hast eine Rauchentwöhnung angeboten, aber dein Klient kommt und sagt, ich rauche immer noch. Folgendes. Wenn dein Klient immer noch raucht, du kannst Folgendes sagen. Siehst du bist nicht gezwungen zu folgen, das, was ich dir sage in der Hypnose. Das zeigt eben, weil viele haben Angst vor Hypnose, dass du gar keine Angst vor Hypnose brauchst, dass du stärker bist als jede mögliche Manipulation. Aber gleichzeitig zeigt dir auch, wie stark du sein kannst, wenn du über etwas entscheidest. Ja, weil du hast irgendwo in dir entschieden, dass du immer noch rauchen möchtest. Vielleicht ist nur ein Teil von dir, vielleicht ein anderer Teil hat sich entschieden, nicht mehr zu rauchen. Aber diesen Teil ist sehr stark. Das ist Stärke. Man soll versuchen, in der Hypnose allgemein, nicht die Dinge immer so negativ darzustellen, sondern positiv. Das ist Stärke, weil es dem Klienten das Gefühl gibt, ich bin nicht komisch, ich bin nicht dumm, ich bin nicht schlecht, nur weil ich wieder rauche. Wenn du einen Klienten hast, der nicht seinen Job verlassen kann, nicht seine Frau verlassen kann, obwohl alles ganz, ganz schlimm ist, es bringt nichts, wenn du sagst, mein Gott, wie kannst du bloß? Sondern zu sagen, siehst du nicht, wie stark du sein kannst? Du bleibst bei dieser Person, obwohl es nicht läuft, obwohl es nicht gut ist für dich. Das heißt, du hast eine gewisse Stärke, Dinge auszuhalten. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Fähigkeit, ja? Also wenn man im Krieg ist und man hat diese Fähigkeit, Dinge auszuhalten. So, du hast diese Fähigkeit, Dinge auszuhalten. Wie wäre es aber, wenn du heute entscheidest, nicht mehr auszuhalten? Und genauso ist es bei dem Rauchen. Entscheide dich, dass du das nicht mehr aushalten musst. Du musst nicht mehr aushalten, dass du Raucher bist. Dass das Rauchen über dein Leben entscheidet. Dass diese Firmen diese Produkte anbieten, verkaufen, über dich entscheiden. Du hast so die Schnauze voll. Also man kann schon wirklich ein bisschen tiefer gehen da mit diesem Thema. Ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen mehr Mut, ja, schütteln. Aber im Positiven drehen, im Positiven. Super wichtig als Hypnotherapeut, sag im Vorgespräch bei der ersten Sitzung, wenn du nach Hause gehst nach der ersten Sitzung und du 24 Stunden nicht rauchst, dann wirst du nicht Raucher werden. Wenn du aber vor diesen 24 Stunden probierst zu rauchen, es kann sein, dass der Effekt der Hypnose nicht stark genug ist. Du musst 24 Stunden einhalten. Ich weiß, wir hassen diese du musst, aber das ist ja super wichtig, weil wenn der Klient nach Hause geht und testet nur, ob es geht oder ob es nicht mehr geht, ob es funktioniert hat und wieder raucht, du bist schuldig sozusagen in seinen Augen. Aber wenn du ihm gesagt hast, 24 Stunden, du musst ihn einhalten, er hat einfach was getan, was er nicht tun soll. Es war sozusagen vorgeschrieben, 24 Stunden einhalten. Was passiert, wenn jemand 24 Stunden trotzdem, also einhält, aber trotzdem nochmal raucht? Meistens sind die 24 Stunden einhalten, wirklich komplett befreit. Wenn sie nicht befreit sind, rauchen sie nicht so viel wie anderen, also nicht so viel wie früher. Und auch wenn sie genauso viel rauchen wie früher und kommen und sagen, ah, hat nicht geklappt, obwohl ich 24 Stunden eingehalten habe, dann tatsächlich hat er die Möglichkeit gehabt, in 24 Stunden zu schauen, was ist los in seinem Leben? Was triggert ihn? Warum hat es nicht funktioniert? Irgendwas hat da ihm Stress gegeben. Oder vielleicht ist es Stress von innen. Okay, die zweite Sitzung geht man nochmal ein bisschen tiefer rein als die erste Sitzung und schaut, okay, was triggert dich? Was stresst dich? Was läuft sonst nicht in deinem Leben? Ist natürlich dann ein bisschen gefährlich, wenn man in diese Richtung geht, weil dann eröffnen sich natürlich neue Bereiche, die man aus meiner Sicht bei der ersten Sitzung auf jeden Fall vermeiden soll. Auf jeden Fall bei der ersten Sitzung vermeiden, zu tiefe Themen zu eröffnen, Vergangenheit, Kindheit, weil dann kommen Sachen hoch, die einem sehr, sehr, ja, aufwühlen und dann ist es schwierig, damit umzugehen, wenn man dann sagt, okay, ab heute rauchst du nicht mehr, weil er irgendwo im Hinterkopf denkt an seine Eltern oder Probleme, die er gehabt hat und so weiter. Was auch sehr wichtig ist, wenn jemand denn depressiv ist, auf gar keinen Fall eine Rauchentwöhnung machen, weil vielleicht ist Rauchen das Einzige, was ihm noch Spaß macht. Also auf gar keinen Fall das wegnehmen, sondern zuerst, falls du das darfst, also wenn du Therapeut bist, über die Depression reden. Was auch noch ganz wichtig ist, wenn jemand ein Trinker ist, also Alkoholiker, es ist super schwierig aufzuhören mit dem Rauchen. Ja, die meisten wollen aufhören mit dem Rauchen, aber dann trinken sie trotzdem. Und wenn sie dann trinken, sie vergessen, dass sie praktisch nicht rauchen sind. So, das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Ja, da muss man schon schauen, eher, dass man den Mensch insgesamt schaut, was braucht er und so weiter. Was noch wichtig ist, bei Hypnose ist es immer so, 2 von 10 Menschen
folgen die Hypnose-Sachen, die man gesagt hat, hundertprozentig, die befreien sich auf einen Schlag und so. 2 Personen von 10, es funktioniert leider nicht, sie sind nicht empfänglich und alle anderen kommt und geht. So, du bist sozusagen, wenn du ein paar Sachen beachtest, ja, auf gar keinen Fall schuldig, wenn es nicht funktioniert, sondern es sind die Lebensumstände, es sind die Glaubenssätze dieser Menschen, es sind die Probleme, die er sonst hat, das Problem, da muss man schauen, da muss man hin. Aber wenn du das nicht zu negativ darstellst, wenn du nicht sagst, oh nein, es hat nicht funktioniert, tut mir leid, wenn du sonst weiter sagst, okay, ich bin für dich da, lass uns einfach schauen, was brauchst du in deinem Leben wirklich, dann wird höchstwahrscheinlich diese Person bei dir bleiben. Das ist bei Abnehmen noch viel schwieriger. Die gehen einfach nicht raus aus der Sitzung und die sind schon 10 Kilo weniger, sondern die müssen leider dranbleiben und so, das ist super schwierig. Da ist noch viel, viel mehr Potenzial, dass der Klient sagt, es hat nicht funktioniert. Aber genauso viel Potenzial ist, dass der Klient spürt, dass du wirklich für die Person da bist und dann bleibt es bei Wochen oder Sitzungen, weil er spürt, du willst ihm wirklich helfen. Darum geht es am Ende. Gleichzeitig ist Raucherentwöhnung natürlich eine Dienstleistung, die du anbieten kannst, weil sie sehr oft funktioniert und weil du dadurch in dieser Sitzung einen Klient hast, der, wenn es funktioniert, für immer und ewig dankbar ist, der weiter über dich erzählen wird. Es ist auch eine Sitzung, wo du auf jeden Fall mehr Geld verdienen oder verlangen kannst als normale Sitzungen, weil es ist eben etwas, was tatsächlich in einer Sitzung oder zwei geklärt ist. Wenn nicht, okay, dann hast du vielleicht einen Klient, der weiter zu dir kommt. Es ist eher selten, dass ein Klient wirklich super enttäuscht von dir ist, weil die Raucherentwöhnung nicht geklappt hat. Meistens geben sich die Klienten sowieso selbst die Schuld. Das sollst du auf gar keinen Fall machen. Du sollst nicht auf gar keinen Fall sagen, hey, das ist deine Schuld, wenn es nicht funktioniert hat. Auch wenn er die 24 Stunden nicht eingehalten hat. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, siehst du, ich hab's dir gesagt, du hättest 24 Stunden einhalten müssen, sondern ganz normal locker sagen, okay, es kann passieren, dass man die 24 Stunden nicht einhält, man will es vielleicht testen und so, aber das nächste Mal, bitte halte dich daran, dann haben wir die Sicherheit, damit können wir einfach schauen, okay, was ist in diese 24 Stunden passiert, was triggert dich und so weiter. Immer kooperieren mit dem Klienten, niemals die Schuld geben, aber auch niemals die Schuld nehmen, weil es geht nicht um Schuld. Was auch noch wichtig ist, erkläre im Vorgespräch, dass du nachdem du die Sitzung gemacht hast, also die Hypnose, diese Hypnose-Teil, du wirst nicht, wie bei anderen Hypnose-Sitzungen, wie normalerweise man tut, dass man nach der Hypnose-Sitzung man nochmal spricht, ja, was hat dir geholfen, was nicht. Sondern du sagst, nach dieser Hypnose werde ich einfach, bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht unhöflich sein, einfach grüßen und einfach dich nach Hause schicken, so ungefähr. Weil, wenn du nach der Sitzung anfängst mit dem Klienten zu sprechen, weil er fängt dann vielleicht an so, ah, ich habe Zweifel, wer weiß, ob ich das geschafft habe, wer weiß, ob es geklappt hat und du gehst diese Zweifel ein. In den meisten Fällen verursacht eben, dass die Zweifel viel mehr Wichtigkeit bekommen, als sie eigentlich sollten. So, es ist super wichtig, dass du alles im Vorgespräch klärst, dass du ganz klar die 24-Stunden-Regel klärst und dass du auch sagst, nach der Sitzung, ich werde einfach dich wieder wecken und einfach dich begrüßen und du gehst nach Hause und dann schauen wir mal, ob du überhaupt nochmal kommen möchtest. Ich mache das so, dass ich biete 2 Sitzungen für den gleichen Preis, das heißt, ich biete für einen Preis 2 Sitzungen, das heißt, jemand zahlt den Preis, den ich gerade habe, aber er darf nochmal kommen, ja, damit man schaut, okay, auch wenn es alles gut gelaufen ist, trotzdem mal ein bisschen zu verstärken und so. Meistens kommen diese Personen nicht in eine 2. Sitzung. Entweder klappt es oder nicht, sie kommen meistens nicht. Die, die dann kommen, ist es, weil sie trotzdem gefühlt haben, dass die Hypnose geholfen hat, in irgendeiner Art und Weise. Sie wollen nochmal spüren und sie wollen vielleicht auch andere Dinge bearbeiten. Oder es gibt vielleicht mal Einzelfälle, die sauber sind, sagen, ja, es hat nicht funktioniert. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Sehr selten, also zumindest in meinem Fall, das ist das, was ich erlebt habe.